27-year-old archaeologist Arthur McConner is now missing for more than 2 weeks. His latest expedition in Egypt was... Archaeologist Arthur McConner never returned from his last expedition. The 47-year-old father was known for his research about ancient Egypt and its technological capabilities. His neighbors said... For 14 days, the rescue team have stopped the search for Arthur McConner. The man who was leading the search said in an interview that it is highly unlikely for the archaeologist to still be alive. McConner's last GPS signal came... Moin Moin und willkommen hier bei einer etwas anderen Folge, nenne ich es mal, oder Video. Wir spielen heute, wie man das oben rechts sieht, Hourglass Demo. Das ist, ich laufe da weiter mal ein Stück, ein Spiel vom, ich sag mal, bekannten YouTuber Klüm. Also nicht nur von ihm, sondern auch von seinem Partner. Man kann sogar hier reingehen, okay. Man kommt nicht weit. Innerhalb von 3 Jahren entwickelt, das ist jetzt die Demo. Das Spiel ist am 22.10. rausgekommen. Und ja, es ist ein bisschen zum Nachdenken, nenne ich es mal. Denn man hat hier diese kleinen Würfel, Cube genannt, ja. Mit denen man rumlaufen kann und zack, die man hier hinsetzt und damit kann man sowas öffnen. Tada, und schon sind wir hier. Und da hinten sieht man schon, läuft ein Stück eine Silhouette von uns. Und genau das ist das Spielprinzip. Man warum ist das jetzt hier offen? Ich mach mal so. Zack. Und nehme mal den mit. Weil ich befürchte, wir brauchen den anderen auch noch. So, den nehmen wir mal mit. Genau. Also das Spielprinzip ist relativ simpel, aber. Also die ersten Rätsel sind noch wirklich einfach. Ich habe die Demo schon mal durchgespielt. Selbst da kommen schon Rätsel, wo man sich ein bisschen anstrengen muss. Ich wäre ja gern darüber gegangen, aber nein, dann gehen wir halt eben durch den Gang. Das Spiel ist in der Unreal Engine. Auch wenn es überhaupt nicht so aussieht, ne? Also ich persönlich mag diese Grafik hier, aber es sieht eigentlich eher aus wie mit Unity gemacht, also dieses Comic-Stil, aber ist dann doch Unreal Engine und oh, genau, man sieht. Also zum Erklären des Spiels allgemein, man ist die Tochter eines Archäologen. Dieser beschäftigt sich mit ägyptischen Ausgrabungen. Ist logisch, man ist hier mitten in Ägypten. Und ja, also es ist so, wir sind die Tochter. Der Vater ist, wie man ganz am Anfang gehört hat,
Verschollen gegangen und keiner weiß, wo er ist und wir suchen den jetzt. Ich finde das toll, wie hier auch die kleinen Ecken noch modelliert wurden. So, und dann gibt es hier diese Tore. Jetzt wäre es nur interessant. Ah, also wunderschön modelliert alles. So, und wir laufen jetzt einfach mal hier hin. Also erst durch das Tor und dann warten wir das Ganze mal ab und wir sind zurück. Jetzt läuft hier dieser Schatten hinterher und wir können, also macht genau das, was wir vorher schon gemacht haben. Und wir können dadurch durchlaufen. So. Knopf drücken. Also drücken wir den Knopf. Passiert nicht viel, ne? So, wir müssen hier durchlaufen. Da. Drücken wir den Knopf und fahren rüber. So. Jetzt müssen wir uns nur etwas beeilen. Wir stehen hier und dieser Schatten oder Geist, ich glaube Geist wurde es genannt, macht ja genau das, was wir vorher gemacht haben. Also drückt er den Knopf und wir können hier weiterlaufen. So. Man hätte sich vorher merken sollen, was man gemacht hat, um die Rätsel zu lösen. Hier runtergehe. Ah, da ist der Würfel. Okay. Also es ist jetzt kein Spiel, um mal schnell rumzulaufen. Nein, man muss wirklich mitdenken. Und sobald der Würfel da runter ist, fährt das Ganze hoch und ich gehe mal davon aus, wir müssen hoch. Also nehmen wir den Geist und nehmen den Würfel wieder runter. In der Zeit, wenn der Geist losläuft, können wir ja da auch überlaufen. Also fährt hoch. Naja. Bedeutet, wir laufen nur hier rüber. Wir sehen jetzt den Geist und los geht's. Hier hoch. So. Es gibt natürlich dann auch noch diese Würfel, Cubes. Die kann man schieben. Nur schieben. Ich gehe davon aus, ich habe den zu nah angeschoben. Nicht darüber her. Ja. So, lieber Schatten. Oder Geist. Ich sag lieber Schatten. Geist klingt komisch. Schieb den mal darüber. Jetzt müssen wir uns beeilen. Die Lösung ist ganz einfach, hätte ich beinahe gesagt. Darüber und gut ist. Aber man sollte dann wohl nicht daneben springen. Ich werde hier nicht alle Lösungen zeigen, weil, also zumindest die in der Demo nicht. Weil sollte vielleicht jeder auch selbst mal probieren. Das Spiel gibt es derzeit auf Steam. Wie gesagt, ist neu rausgekommen und so, ups. Ja, also das funktioniert. Und wieder laufe ich zurück. Zack, und alle guten Dinge sind drei, also los geht's.
So. Schon stehe ich drauf und man sieht schön, wie der Geist das Ganze schiebt und wir hier rüberkommen. Und weiter geht's. Nächste Halle und das ist ein Rätsel, wo man schon etwas mehr mitdenken muss. Wenn ich da drauf drücke, fährt er darüber. Ausschalt, fährt er zurück. Das kann nur schief gehen jetzt. Schnell, 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 schnell. Und nein. Ja, läuft. Ich werde mal noch ein Stück weiterspielen und wir sehen uns dann ein Stück später wieder. So, die letzten Rätsel habe ich jetzt auch soweit fertig. Und es geht jetzt zu einem zentralen Punkt und da muss man sagen, Respekt an die Entwickler. Erstens, die Musik ist gut und zweitens, trotz dieser, naja, comicartigen Grafik sieht das wirklich gut aus hier. So, und da haben wir schon die Pyramide. Das ist, wie gesagt, die Demo. Das ganze Spiel gibt es für derzeit mit 10% für 19 Euro, glaube ich, auf Steam. Wichtig, ich bekomme davon gar nichts ab. Aber ich finde das Spiel einfach super. So, und da hinten leuchtet schon wieder. Mal gucken, was das ist. Sieht nicht wie unser Geist aus. Wow. After all those years, I finally found it. The Great Gate of Egypt. Wonder what ancient mystery it may hide. So, if I interpret the symbols correctly, opening the gate has something to do with these missing seals. The rest is harder to decipher. It's strange, but there is something written about a place above the clouds. I guess I'll have to find out what that means. This whole place looks like a huge mechanism. Probably driven by those buttons, but only one seems to work. Genau das sagte der Geist des Großvaters. Und ja. Die Relikte fehlen und das da drüben auch. Zufällig sind das wahrscheinlich auch die drei hier vorne. Also ich finde es einfach super gemacht. Und ja, also ich meine, man muss dazu sagen, ja, es ist die Demo. Ja, ich kaufe mir das Spiel noch. Kann es eigentlich auch nur jedem empfehlen. So, push the button. Zack.
Minuten beschäftigt zu sein. Ja, viel bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch Hourglass auf Steam an. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere es kauft und damit Klim unterstützt. Klim und seinen, wie war's, einen Partner hat er und einen Angestellten. Würde mich riesig für die freuen, denn die sind, ja, wirklich gute Entwickler.